Ja, hey, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge sind wir hier in dieser komischen Fabrik hier ein bisschen durchgelaufen, die Gilland irgendwie gehörte, aus einer anderen Dimensionsspalte. Und ja, da steht schon, geht zur zentralen Kuppel, wo Asuka ist. Zentrale Kuppel ist direkt hier und der wartet sowas von da drin auf uns und da ist sowas von Boss drin und wir... Wir haben ja ein bisschen trainiert, so 2-3 Level in den letzten Parts. Und ja, ich hoffe, wir kriegen jetzt nicht voll so aufs Maul, weil das wäre richtig blöde. Also ich bin schon ein bisschen guter Ding, aber ich habe so das Gefühl, wir kriegen voll aufs Maul. Und das fände ich nicht gut, weil ich habe gar keinen Bock jetzt zu trainieren, ganz ehrlich. Aber egal. Weiß ich doch nicht. I got this. I can't believe you'd sink this low, Alfred. Oh, nee. You'd sabotage my life's work. Hey, knock it off! Such gall! No, Asuka! So weit, jetzt hast du das kaputt gemacht, du blöde Kuh. Hat. Das ist Asuka. Ich habe mir so eine etwas menschlichere Form vorgestellt. Oh Gott. Splitter-Version von Asuka, okay. Level 23. Beute, Diebesbeute, okay, muss ich mich darum kümmern. Oh gut. Schwäche, Dunkelheit, okay. Demon Fangs, Dunkelheit, okay. Irgendwie nicht. Wer greift denn dann hier die ganze Zeit an? Okay, wir scheinen aber Schaden zu machen, irgendwie. Bis jetzt. Und wir kriegen auch voll mehrere Schaden rein. Aua. So. Dingens! Höllenscheiterhaufen, genau. Oh, jetzt hab ich dich kaputt. Warte mal, ich hab doch ein Dunkelheit angefordert. Das ist nicht Dunkelheit. Oh, super. Ey, der ist voll aus der Karte geflogen wegen uns. Nicht irgendein Dunkelheitsangriff, Mann. Warte mal. Warte mal, klar, so diesen einen Sprungangriff. Wo ist der nochmal? Ah, da unten sieht man sogar, was für ein Angriff das wird. Hier, Zielsuchschuss. Der ist aber blöde, glaube ich. Weit geht. So. Zack. Und Höll. Scheiterhaufen. Und den hier. Und den hier. Verdammt. Sehr schön. So, ich habe mal zwischendurch hier gewechselt zwischen den beiden. Aber der bekommt Schaden, das ist gut. Warte mal, du bist gegen was? Das ging Knarren anfällig. Sag das doch gleich. Oh. Okay, Elise, mach irgendwas. So, jetzt bist du dran. Nein. Okay, das ist mir nicht gut. Man setzt doch mal irgendwie so ein Spezialding ein. Damit irgendwie immer noch nicht klar, wo ist Elvin hier? Irgendwie hat Gefühl, ich will Elvin steuern in diesem Bereich. Dim, dim, dim. Und er fliegt oft aufs Maul, das finde ich gut. Mann, lade ich auf, Mann. Aufladen, habe ich gesagt. Ich glaube, Ron als Partner zu haben, bringt es hier irgendwie nicht so, weil er gar keine Magie einsetzt. Sehr gut. Warte, ich bin mit Elise verbunden. The fuck? Alter, der kommt gut aufs Maul, das finde ich gut. Vor allem, ich sehe überhaupt fast nichts, ey. Weil die alle hier
voll weit entfernt sind vom Bildschirm. Bams! Ich glaube bloß nicht, dass ich diese Verwandlung nicht spamme. Das ist zu weit weg. Das ist euer dunkler Angriff, oder? Ich kann halt irgendwie nicht aktivieren, diese X- und Kreisangriffe. Komm mal her, Rowan. Oder auch nicht. Wenigstens spawnt er nicht irgendwie so kleine Gegner oder so. Wie wollt, ey. Boah. Okay, der Kampf läuft nur gut, finde ich. Ich glaube, ich treffe den nicht. Aha. Und noch ein bisschen tiefer, Mann. Ich würde sagen, bist du jetzt nicht mehr schwach gegen Dings oder was? Aua. Aua, warum? Boah, jetzt reicht's doch mal. Ja, super, ich treffe dich nicht. Ja, ich könnte meine Luft angreifen. Mann, hör auf damit. Du machst das jetzt die ganze Zeit, ne? Dann mache ich das auch die ganze Zeit ein, ja? Ja, ist scheiße zu spammen, was? Okay, komm, jawohl, heile Offensive, gut so. Schon sind wir alle voll geil, sehr schön. So. Und Höllen. Scheiterhaufen. Durch mehr abziehen können, finde ich. Hör auf damit. Hör auf damit. Aua. Sehr schön, Roll. Aua. Apropos Art, ich brauche mal wieder Dingens hier. Aua. HTP. Ich habe nur nicht vergessen, mit Ludger den Gnadenschutz zu geben, weil da gibt es, glaube ich, ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, ne? Nächster. So, endlich mal. Okay, das bringt es auf jeden Fall. Nein. Sehr schön. Ich weiß nicht, warum ich so unbedingt Elvin steuern will, aber muss aber ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. So, 30.000, auch gut. Ich dachte, wir werden schon voll überpowered. Nix da, ey. Wo bist hier, Orangengummi für Rowan. Oh, ich krieg auch was dazu, sehr schön. So, eine Offensive. Jawohl, das ist so schön. Das ist wieder alle voll geil. So. Tun wir ihn so auf 10.000 oder so reduzieren und dann versuche ich mal mit Ludger ihm den Gnadenstoß zu geben. Erstmal macht man noch den ja. Warte mal, mit Release kann man doch so einen Angriff einsetzen, glaube ich. So, sehr schön. Sehr schön. Ludger, schieß ihn doch mal ab. Und verbinde ich mit Elise, das wäre auch nicht schlecht. Na, Ludger, muss Heilung. Er ist auch schon lange erschöpft, kann das sein. Ich sehe ihn die ganze Zeit immer nur hier so, ja, kaputt irgendwie. So, komm mal her. Jawohl, danke, dass du da reinlaufst. Nicht verrecken jetzt. Ah. Nein. Kommst du jetzt mal da runter? Ha. Hätte ich auch ein bisschen dafür machen müssen. Hm. Hm.
Ich gehe lieber auf Nummer sicher mit der Verwandlung. Nein. Okay, komm her. Den wirst du ja wohl noch überleben. Natürlich überlebt er den, wenn er nicht trifft. Jetzt also nichts. Und weg. Weg. Boah, ich liebe diese Kombo. Und zack. Und zack. Sehr schön. Okay, das hat mit den... Der Erfahrung hat das jetzt nicht so gebracht, finde ich. Mit dem Element erst recht nicht. Oh, sehr schön. It would seem Asuka wasn't the catalyst either. What are you gonna do with Asuka now? Will you let it go? But without Asuka here to power it, they'll shut down the factory. Uh-huh, and a lot of people depend on this place. Wir sind da sowieso hier, um diese Welt zu zerstören. Oder? Fangt ihn, lasst ihn frei. Ja. Ich lasse ihn frei. Wir sind doch sowieso hier, um die Welt zu zerstören. Ich verstehe das nicht. Scion of Kresnik. The land of Canaan. Do you yet seek it? I can talk. If you wish to live with us in harmony, as your ancestor did so many years ago, you must hasten your journey. It has been nearly 2 millennia, but time grows short. Origin cannot continue purifying souls much longer. Origin? The one and only Great Spirit of the Void. The Great Spirit Origin, huh? Interesting. Can't say that name's come up before. What are you babbling about? You fools! Do you have the slightest idea what you've done? Without Asuka to power this plant, hundreds of thousands of people will starve to death. Why would you throw Olympias' future away on a whim like that? Warum schießt du ihn dann ab? Ja, das war dumm. Is there no limit to the arrogance your kind will exhibit? I understand now why Kronos feels the way he does. What in the... Swing and a miss. Don't ask. How about you? Hat er den Kopf abgebissen? Oh, was toll, sie durften halt nicht sehen. But we did overhear a weird rumor. Someone saw a spirit in the wasteland beyond Helioborg. Said it looked like a woman with flowy hair. Wait, that sounds like... It's near the dimensional breach. Let's check it out. You all go on without me. I would like to give Gilland a proper burial. I'll stay and help you. Warum? What's the point? This world's gonna go poof soon anyway. Yeah. Because it's important. To you, in particular. Yeah. Thank you. Warum muss Elise immer weggehen, Mann? Warum ausgerechnet immer Elise? Warum muss sie immer dabei sein? Oh. Na gut. Okay, so erfahrungsmäßig hat sich das jetzt nicht so gelohnt, fand ich. Wenigstens habt ihr auch sehr viel gelevelt. Habt ihr irgendwie neue Sachen bekommen? Wow. Intelligenz, Ausdauer, ja. Geiststärken, ja. Machtladung 2, kann man auch nehmen. Und, oh. Zuckerlangte Kraft. Keine Ahnung. So, hier, Vitalität, Psyche. Erstmal die ganzen Dinger immer mitnehmen. Trankeffizient. Verdoppelt die Effekt von Zeit. Nee. Bäh. Oh ja, das ist jetzt noch wichtig. Aber später im Spiel jetzt nicht mehr. So, weiter mit Elvin. Finde ich jetzt. Langhaar, kann das sein? Ja. Von wem reden die da? Da sind ja immer noch Viecher.
Training wird sich auf jeden Fall lohnen. Aber ich muss hier erstmal raus, ne? Wie komme ich überhaupt hier raus, verdammt? Kann ich einfach hier raus? Hm. Okay, der Kampf war jetzt nicht so schwer, aber auch nicht so leicht, fand ich jetzt. Wo muss ich denn jetzt überhaupt lang? Ich muss jetzt den ganzen Weg zurücklatschen. Uah. Aber auf jeden Fall noch viel einfacher als Volt. So unbedingt wollte ich jetzt nicht gegen dich kämpfen, aber okay. Wenn du unbedingt willst. Dum, 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 dum. Oh. Damn. Weiß ich nicht. Hier. Leia. Verbindet euch gefaced. Und mal gucken, wer noch nicht so befreundet ist miteinander. Kann ja auch ein bisschen an den Titel hier so ablesen, finde ich. Glaube ich. Bin ich? Warum sage ich die ganze Zeit finde ich, ey? Voll idiotisch. Warte mal. Klauen. Komm mal her. Stehen unmöglich. Ich glaube, ich spinne. Ma. Schade, man nicht mehr diesen L1-Schlag hat wie im ersten Teil. Weil der. Also richtig gut geholfen in Sachen Klauen. Okay, ich bin jetzt irgendwie unbewusst vorhin in den reingelaufen, ohne nachzudenken. So, muss ich mal mit aufgeladenen Schlag hier versuchen, die umzuhauen. Weil ich möchte noch ein paar Sachen klauen. Giftstachel, okay. So, jetzt du. Naja. Boah, schon wieder stehen, unmöglich. Naja, bist du... Ich möchte was klauen. Mal, du sollst ihn nicht angreifen. Du sollst halt klauen. So, hier kommt Silbererz. Jawohl. Das heißt, du musst sterben. So, wen habe ich noch nicht geklaut? Beklaut. Dich, glaube ich. Da ist Rompere. Boah, ich finde die Musik so geil. Komme ich mehr Punkte, wenn ich mehr schwere Schäden machen oder was? Keine Ahnung. So, wir lernen irgendwie nichts mehr Neues. Was soll das? Verbündete von Eternia. Was? Okay. Warum das denn? Sieht eigentlich so freundschaftlich aus. Hm. Fähig, ja. Leia. Katzenkurier, genau. Lass mich mal. Oh, ich habe noch gar keinen geschickt. Super. Pff. Ja, haben wir. Titel. Kann man ja nachgucken. Jules Kompan, Jules Kumpel, Alvins Spezi. Okay. Mit wem bin ich jetzt ganz verbunden? Mit Jude, ne? Ja, Mann. Ah. Wieso vergleiche ich eigentlich Ludger mit mich? Verzögert eigentlich. Dann weiß ich nicht. Dann versuchen wir halt mal so. So, bitte klau irgendwas, Leia. Bah. Das ist irgendwie so ein Angriff haben, mit dem ich die Gegner kaputt haue. Aber glaube ich, wird nicht so einfach. Egal. Mein Gott. Okay, dann versuchen wir mal mit den Schwertern. Okay, das ist schon besser. Zweiter Angriff irgendwie haut die schon am Boden. Warum müssen die stehen? Wahrscheinlichkeit so niedrig auf einmal. Wie unmöglich. Danke. Bah. Time for our friendship pose. Peace. Love. Hope. Be consistent. Okay. This is the result of my hard work. Aber was? Egal.
glaube, diese Szene hatte ich schon mal. Ich glaube, ich habe sie jetzt weggedrückt. Ah! Diese Victory Road hatte ich, glaube ich, schon mal, aber. Ah. Ja, einfach X, weil normalerweise kann man mit X nicht wegdrücken, wenn da eigentlich noch was passiert. Wo hat man Tales of Grace? Ah, egal. Was? Dana. Oh, ich habe keine TP. Sehr schön. So. Okay. War genau der falsche Angriff. Idiot. Na, hat nicht mehr geklappt. Shit. Warte mal, warum ist Leia tot? Ma. Oh mein Gott, Ludger. Ludger. Warum bist du am Sterben? Oh, danke. Yep. Flinke Umrundung, sehr schön. So, ich will hier raus. Gewonnener Titel, Monstertöter. Ja, deswegen habe ich auch, glaube ich, nicht trainiert, wenn ich mich nicht irre. Auf Screen, so. Ein Level Up wird ja wohl noch drin sein, glaube ich. So. Ja, klar, mal ein bisschen Leia. Warum ist denn das so schwer auf einmal? Alter, warum sind die wieder alle am Sterben? Jetzt haben wir doch immer im Boni aufgewischt mit den ganzen Leuten. So, sehr schön. Ich weiß zwar nicht, warum ich auf einmal hier mit Stehlen so habe, aber egal. So, ist er dran. Sehr schön. I'm awesome. War immer noch kein Level Up. Gibt's doch nicht. Jetzt sind wir leider schon im Ausgang, oder? Verdammt. Okay, ich glaube, da war auch irgendwo ein Speicherpunkt, ne? Da können wir den Part ja eigentlich mal beenden. Wir haben einen Boss fertig gemacht. Zwei Charaktere zurückgelassen. Okay. Und ja. Dann haben wir schon wieder ein bisschen viel erreicht. Sehr schön. Genau, aber lass mich erstmal hier. So, Spezial haben wir hier was Neues. Hey, hallo, wir können hier was herstellen. Wir können eine Trauschneider herstellen. Wo kann man nochmal hier? Eine schöne Feder, Finstertrunk, Spinnennetz. Wow, davon haben wir ganz viel. Sehr schön. Was? Finstertrunk, okay. Ich brauche für alles Finstertrunk. Was zum? Irgendwas sagt mir, diese ganzen Dinge hätte ich gegen den Boss gebraucht, aber naja. Ja, die haben alle Attribut. Boah. So, du bekommst das hier. Weißes Band, okay. So, dann erstmal wieder die ganzen neuen Sachen hier einkaufen. Auch mal ein paar Sachen. Ist ja nicht so, als würden wir Geld für irgendwas brauchen, ne? Mal Waffenladen. Nichts Neues, okay. Rüstungsladen. Oh, neue Sachen. Ja. Machen wir für Elvin erstmal. Ich weiß zwar nicht, warum ich für Elvin jetzt neue Sachen kaufe. Ich weiß nicht. Jude hat auch immer diese Dinger gehabt, ne? Also ja, klar. Und das ist genau das gleiche Fehler wie im letzten Spiel. Wo habe ich mit ihm auch immer Dinge ausgerüstet? Okay, mit ihm habe ich hier Dings ausgerüstet. Nein, lass mal erstmal so. So, so Eisenpanzer, mein Gott. Du kannst nur Mäntel ausrüsten, okay, das macht es einfacher. Dann können wir jetzt so geile Sachen herstellen. So, du hast, glaube ich, keine Bänder ausgerüstet immer.
So, dann können wir hier ein bisschen speichern und warte mal. Außen können wir uns nicht, verdammt. So, so aber. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen dann ab nach Triglav und begeben uns zur Zorbalan Höhenstraße. Und bis dahin sage ich dann mal bis zum nächsten Part. Tschüss.